Das ist ein sehr komischer Stein. So, du musst nur noch Trägermeister werden und dann läuft alles recht gut, würde ich sagen. Du kannst mal wieder Geschirr machen. Okay, das Gebirge, da können wir nicht rein. Und hier oben sollten wir uns eh nicht zu weit vorwagen. Weil da sind ja die Regenkrieger im Weg. Hier oben scheint es eh nicht sonderlich weit zu gehen. Und ja, ihr habt wahrscheinlich schon im Hauptspiel gemerkt, ich bin beim Aufdecken, wenn ich aufdecke, meistens sehr gründlich. So, Tischler, du mir mal. Das Fischerzelt können wir jetzt abreißen. So, du kannst wieder jagen. Futter mal hier. Und ja, den zweiten Farmer, den fange ich dann an, wenn ich mit Bierbrauen anfange, was ich eigentlich auch demnächst mal tun sollte. Ich finde es echt kacke, dass wir das nicht abreißen können. Forced out.
So, dann gucken wir uns mal unser Gebirge, was wir hier haben, mal an. Wie weit das rumgeht. Und ob wir nicht aus Versehen in die Regenkrieger reinrennen. Ja, will. So, Träger ist erfunden worden. Dann macht uns doch mal drei Männer und eine Frau. Oh, und ja, du solltest natürlich auch mal einziehen. Also ja, Eisen sollte kein großes Problem sein. Können wir nämlich jetzt mit dem Bierbrauen als nächstes anfangen. Na, Holzwerkzeug haben wir noch genug. Also ja, schön und gut, dass wir so viel Eisen haben. Du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Na gut, dann leg noch mal 5 drauf. Okay. Hat Tischler gefunden und kann trainiert werden. Achso, du schläfst gerade noch. Okay. Du kannst auch trainiert werden. Gut, du bist wieder wach. Auf der anderen Seite des Blauen Sees trafen wir auf das stolze Volk der Chinchillas. Sein empfängliches Misstrauen schwand rasch, als sie hörten, dass der Schamane uns geschickt hatte. Bitterlich beklagte der Häuptling Hasenfuß den Tod des Seevolkes. Häuptling Shushu war der einzige gewesen, der es gewagt hatte, sich gegen die Regenkrieger aufzulehnen. Wenn wir doch nur solche Waffen hätten wie ihr, rief Hasenfuß, dann könnten wir es schaffen. Gleichzeitig warnte er uns dringend, alleine gegen die geheimnisvollen Fremden vorzugehen, da sie von unmenschlicher Kraft besiegt sind. Bringe Hasenfuß die gewünschten Waffen als Tributzahlung, wenn du die Unterstützung der Chinchillas möchtest. Welche Waffen will er denn? 30 Speere, ja, das können wir arrangieren. Das ist cool. Da haben sie sich was Cooles ausgedacht mit diesen abgezäunten Gereichen. Die Chinchilla, oh ja, die geben uns Gold für Eisenwerkzeuge. Das ist schon mal praktisch. Speere gegen Nahrung brauchen wir nicht unbedingt.
Wir haben auf jeden Fall jetzt die andere Seite des Flusses gefunden. Und du bringst Weizen an die Brauerei. Auch gut. Okay, wir haben jetzt wieder Nahrung im Überfluss. Das finde ich sehr gut. Wolle tauschen die leider keine mit uns, gell? Nein. Zwei Eisenwerkzeuge gegen ein Gold ist ein bisschen viel, aber es geht noch gerade so. Zumal wir selber keine Möglichkeit haben, an Gold zu kommen. Jedenfalls bis jetzt sehe ich noch keine. So, wir bauen mal ein paar Straßen. Schon mal. Und der erste ist erwachsen. Gut. Du wirst Farmer. Farmer. Du wirst Brauer. Also Bäcker erst einmal. Du gehst mal weiter erkunden und du wirst Träger. Träger. So. Schusterei steht schon seit einer Weile leer, aber wir haben genug Schuhe. Oh, wer war das? Wer kann trainiert werden? Unser Bäcker. Sehr gut. Und du schaust dich mal weiter um, was es so noch gibt. Oh, und du, geh mal essen.